Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Video und heute gibt es mal kein Mario Odyssey Video. Das wird nämlich das nächste Video, aber heute habe ich eine richtig geile News und zwar gleich zwei dicke, fette Mario News. Und zwar hat Nintendo angekündigt, dass im März 2019 eine Mario Kart Version für Android und iOS released wird. Und zwar wird das Ganze Mario Kart Tour heißen und wenn das nur ansatzweise so geil wird wie Super Mario Run, dann bin ich schon richtig begeistert, Leute. Und ich bin mir sicher, das wird richtig Spaß machen. Man wird auf seinem Smartphone sich einladen können, man wird miteinander spielen können. Die Frage ist nur, wie sie das mit der Steuerung machen, ob es Bewegungssteuerung ist oder ob man mit dem Touchpad dort steuern kann. Ich bin gespannt, aber ich weiß und ich bin mir 100% sicher, dass Nintendo das richtig gut umsetzen wird. Und eine weitere dicke News, die gerade released wurde, ist, dass ein neuer Super Mario Film kommt, Leute. Ja, ein richtig dicker, fetter Film, der in Kooperation von Nintendo und Illumination Entertainment durch Universal Pictures released wird in die Kinosäle und es wird ein Riesenspektakel. Ich glaube, das wird ein Riesending. Wann der Film kommt, weiß ich noch nicht, ob es jetzt 2018 ist oder 2019, weiß man nicht, aber ich denke, wir sind uns einig, dass der Film um einiges besser werden muss als der von 1993 Super Mario Bros., der nur eine 4 von 10 auf IMDb hat. Aber ich denke, dass im Jahre 2018, 2019 ein Super Mario Film jetzt gerade auch nach dem ganzen Nintendo-Hype mit der Switch und nach Super Mario Odyssey einfach nur übertrieben genial werden wird. Und bislang ist nur bekannt, dass der Film sich um Mario als Charakter drehen wird. Die Frage ist, wie ist das gemeint? Ist das gemeint, dass wir vielleicht seine Vergangenheit haben? Weil wenn es sich um den Charakter um Mario handelt, dann kann das nicht so eine 0815 Peach-Entführung sein von Bowser, die wir dann als Verfilmung sehen. Ich glaube, wir sehen so ein bisschen über Marios Vergangenheit und wie er letztendlich der geworden ist, der er heute ist. Jetzt seid ihr gefragt in den Kommentaren zu dieser geilen News. Was haltet ihr von den Filmen? Was haltet ihr von Mario Kart Tour für die Smartphones? Was leider erst im März 2019 kommt, also noch über ein Jahr warten. Aber egal, Leute. Immerhin lässt Nintendo uns nicht in den Stich, gibt uns immer neuen Stuff, damit wir immer was zu tun haben, Leute. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.